Georg Diegruber, ein herzliches Grüß Gott. Ist selten geworden, meistens ist ja ein Hallo in unserer verallgemeinernden Sprache. Wir sind mit diesem Projekt 14 Jahre unterwegs und haben sehr viel praktische Erfahrung gesammelt, haben sehr viel beobachtet und haben immer aus der Situation heraus die Erkenntnisse integriert. So ist in diesen 14 Jahren aus Lebenswerte Gemeinde, bewusst gemeinsam leben, eine Marke, eine sicht- und wirksame Marke, Ökonomie der Menschlichkeit geworden. Und der Punkt war jetzt der, wir haben viel kreiert, viel entwickelt, danke Johanna Kraft, meiner Kollegin und viele andere, die da mitgewirkt haben. Aber wir haben es nicht transportiert. Und Marion Rosenkranz ist uns zugefallen und ja, als Geschenk eine Wirtschaftsanwältin, die auch ein zauberhaftes Buch geschrieben hat und die versteht, Dinge in die, auch komplexe Dinge in Strukturen zu bringen. Und die Grundlage für das, was ich da jetzt kurz durchgehen möchte, ist eben auf Grundlage von Erkenntnis von Marion, sind drei Ebenen. Die erste Ebene ist so das Dach, das Haus. Was ist denn in diesem Haus drinnen? Und wenn ich links beginnen darf, die Wachstum an Menschlichkeit als Chance. Wir sind viele Jahrzehnte wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich gewesen. Wirtschaftswachstum und immer wieder Wirtschaftswachstum. Das war auf der Agenda, das hat einfach so sein müssen. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir irgendwo ja, am Plafond erreicht haben offensichtlich. Wie Erwin Thomas sagt, ja, Bäume können auch nicht in den Himmel wachsen. Das Wirtschaftswachstum war ganz wichtig, doch wenn wir sagen, wie geht es uns als Gesellschaft, als Mensch, dann sind wir sehr oft einsam. Wir haben eine Situation, wo ungefähr 40% der arbeitenden Bevölkerung in einem Erschöpfungszustand sind. Also ein volkswirtschaftlicher Supergang. Und wir fokussieren auf dieses menschliche Wachstum. Was heißt das? Dass wir uns nähern, fördern, dass wir schauen, dass wir resilient, dass wir gut mit uns umgehen. Die äußere Situation ist eine, aber wie wir damit umgehen, ist eine andere. Und da können wir uns als Gesellschaft ganz wunderbar ergänzen, nähern, stärken. Die steht einmal drüber, als Mensch in dem Sinn zu wachsen. Und die Umsetzungssäule, die Bereiche, die Strukturen, sind Säule 1, 2, 3 und die Säule 1 ist die Ökonomie der Menschlichkeit. Ist eine Wirtschaft, die den Menschen in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handelns stellt. Und wir können mit dieser Ökonomie der Menschlichkeit zu einer wirtschaftlichen Großfamilie werden. Wo wir gemeinsam sichtbar werden und auch gesellschaftswirksam werden. Wo man zusammenhilft, wo man sich gegenseitig unterstützt. Und da haben wir eine App, die das enorm erleichtern wird. Komme ich dann noch dazu. Der zweite Weg ist der Weg der Menschlichkeit, ein gesellschaftlicher Weg. Jeder ist eingeladen, diesen Weg, der über 888 Kilometer führt, zu gehen. Der wird beschildert. Und die dritte Säule ist die Schule der Menschlichkeit. Das war sehr interessant. Der Unternehmer vor wenigen Tagen, der an Bord ist, hat betont, wie wichtig ihm die Kinder sind und dass die Potenziale sich entfalten. Er hat aber nicht gewusst, dass schon eine Säule Schule der Menschlichkeit gibt in der Ökonomie der Menschlichkeit. Und da arbeitet man mit Schule im Aufbruch zusammen. Das ist eine ganz tolle Organisation, die schon 10 Jahre unterwegs sind, wo es wirklich um Potenzialentfaltung, um Ermutigung der Kinder geht. Und das sind Regelschulen und das wären Schulen der Menschlichkeit. Also auch als sichtbares Zeichen. Und somit verbindet sich alles Wirtschaft, Gesellschaft, Schulen, also alle Bereiche setzen wir an, dass die Menschlichkeit noch umgeht. Nur wie können wir die Menschlichkeit fördern? Und da haben wir ein ganz, ganz großes Geschenk. Und zwar ist das ein gutes Gefühl, das wir alle kennen, das wir vielleicht vergessen haben. Und das ist die Freude. Wir fördern die Freude in all diesen Bereichen und das ist der Motor des Ganzen und die Verbindung in die Gesellschaft werden Freudebotschafter. Also du bist herzlich eingeladen, als Freudebotschafter zu wirken. Heißt nichts anderes, als wie auf die Freude zu fokussieren, selbst Freude zu leben, sich an die Freude zu erinnern. Also das ist das große gemeinsame Anliegen und die Freude weiterzugeben an andere. Und dann hat Angst
keine Chance. Das ist einmal die Übersicht dieser drei Säulen und wo es aufbaut, menschliches Wachstum, der Motor dann die Freude als Ausdruck. Und die Grundlage des Ganzen wird eine Genossenschaft, eine gemeinnützige Genossenschaft, wo jeder gleich wichtig ist, wo es einen Vorstand geben wird, wo man breit wirken und wo man gemeinsame Kraft in dem Sinn auch entfalten. Das ist egal, ob aus Gesellschaft, aus Wirtschaft, ob ein Jugendlicher oder 80, 90-jähriger Mensch da ist, absolut jeder willkommen und wichtig. Und so wird die Änderung passieren. Also wenn wir den Wandel wollen, wird er aus der Gesellschaft passieren oder gar nicht. Das ist definitiv so. Die nächste Ebene ist, das Ganze in Bausteinen zu bringen, in Einzelnen. Und wenn man jetzt den Unternehmer nimmt und du sagst, ich möchte gerne in der Ökonomie der Menschlichkeit wirken, mir ist Menschlichkeit wichtig, mir ist wichtig, dass ein Wertschöpfungskreislauf für alle dienlich ist, ich möchte Produkte aus der Anonymität bringen, sichtbar werden, ich möchte eben auch mit den Mitarbeitern menschlich umgehen. Herzlich willkommen in der Ökonomie der Menschlichkeit und da ist nichts anderes zu tun, als wir kurze Registrierung mit ein paar Daten. Gibt es auch einen Nutzerbeitrag, der unser Wirken ermöglicht. Und mit dieser Registrierung oder nach Abschluss der Registrierung kommt gleich eine Einladung zum Willkommenszoom, wo wir uns online kennenlernen, wo wir schauen, welche Formate gibt es. Was sind die möglichen nächsten Schritte und was ist das größte Bedürfnis zum Beispiel in deinem Unternehmen? Und es ist auch ein Kennenlernen unter den Unternehmern. Und der nächste Schritt ist dann einer nach innen, um diese Menschlichkeit oder das Potenzial, Wachstum an Menschlichkeit auch zu zeigen. Da wird ein Freudestatus ermittelt. Also ein Status und da sieht man, wo ist noch Wachstumspotenzial, wo könnte es noch optimaler laufen. Und da haben wir auch Coaches an Bord, die da unterstützen, die da begleiten. Also wo das richtiger, ja, ein förderlicher Gesamtorganismus dann in Folge wird. Und nach außen die Visitenkarte ist die Logotafel, da im Hintergrund sehbar, Ökonomie der Menschlichkeit, wo die Gäste, wo die Kunden sehen, ah, da geht es um Menschlichkeit und da steht auch drauf, Folge der Freude. Das sind die vier Schritte, ganz, ganz einfach, um in die Ökonomie der Menschlichkeit zu kommen. Dann sind wir beieinander und dann kann es weitergehen. Und wir haben insgesamt jetzt 20 Bausteine. Das wird dann noch weiter wachsen. Und diese Bausteine sind immer beschrieben. Was ist das Instrument, das Problem, die Lösung? Was sind die Vorteile, die daraus resultieren? Immer kurz beschrieben und das Handeln. Und wenn ein Baustein interessant ist, dann gibt es dann eine längere Beschreibung als Schritt 3. Und da haben wir jetzt einmal exemplarisch in dieser Datei, die wir verlinken, 4. Und da danke nochmal an die Marion, die hat diese Basisstruktur geschaffen. Und eine Erläuterung ist die Ökonomie der Menschlichkeit, wie schaut die im Detail aus, eben auch mit dieser Unterteilung. Und dann das Thema Marketing, das wir noch beleuchten in einer Datei, denn die Öffentlichkeitsarbeit, das Produkt sichtbar zu machen, in die Gesellschaft zu bringen, wird immer mehr Herausforderung. Und da bin ich schon etwas verwundert, zum Teil auch von Marketing-Experten, die über Nachhaltigkeit arbeiten und ökologische Zugänge, die sind alle wichtig, aber es ist immer am Produkt bezogen und die Wertehaltung. Die ist die große Chance, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Ein komplett neues Wording zu entwickeln, eine neue Sprache für die Ökonomie der Menschlichkeit ist eines unserer Ansinnen. Da gibt es auch Projektgruppen, gibt es auch Menschen, die ganz viel Know-how einbringen. Eine davon ist Nicole Kopiol, Schindlerhof in Nürnberg. Die hat kürzlich einen Impuls gemacht zum Thema Mitarbeiter, Human Stars, wie sie die nennen. Und sie hat ein paar Mal erwähnt, es ist schnell erklärt, was sie tun. Aber das Wie und das Wofür, das sind die Schätze. Und mit denen können wir punkten. Und da schaffen wir einen riesen Wissenstransfer und werden so zur wirtschaftlichen Großfamilie, wo man wirklich diese Unterscheidung zu jenen Unternehmen zeigen, die nur auf Gewinnmaximierung abzielen. Und der Kunde kann dann bewusst entscheiden, geht es mir nur um den billigen Preis oder geht es mir um unseren Kreislauf und um die Zukunft in unserem Land. Ich habe App erwähnt und in dieser App gibt es einen großen Schatz, wo wir alle noch nicht wissen, was der wirklich bewirken wird. Weil er wird uns aus dieser Ohnmacht, aus der Angst, aus dieser permanenten Bedrohung, die uns jeden Tag vermittelt wird, kommen wir mal raus.
eben über die Freudebotschafter. Und jeder, der sich als Freudebotschafter registriert, hat Zugang zu Unternehmen der Ökonomie der Menschlichkeit. Also kann sich da bewerben als Mitarbeiter. Menschlichkeit findet Menschlichkeit. Da baut sich ein Wertschöpfungskreislauf auf. Ein Unternehmer hat kürzlich gesagt, er würde gerne nur in Unternehmen der Ökonomie der Menschlichkeit einkaufen. Diese quantitative Breite, die schaffen wir jetzt erst. Wir haben tolle Unternehmen dabei, aber jetzt geht es wirklich um die Menge, dass wir eine Großfamilie werden. Und diese App Human Stars ermöglicht eben diese unterschiedlichen Zugänge auch von Unternehmen, die eine gewisse Herausforderungen haben in Unternehmen und dann hineinfragen können über die App, wer hat schon was Ähnliches erlebt, wer kann mich da unterstützen. Also wirklich dieses Zueinander finden, voneinander lernen, miteinander wachsen. Und eben als dritten Schritt, wie schon ein paar Mal erwähnt, ist dann die Einzelerläuterung der Bausteine, wie gesagt, ich verlinke das. Und da finden sich dann Detailinformationen. Diese ganze Struktur und die nächsten Schritte, auch die Genossenschaft, das Zusammenkommen im realen Raum, haben wir gesehen, das ist ganz, ganz wichtig. Wir hatten kürzlich eine Veranstaltung, weil es sehr stark gerumpelt hat, wie geht es weiter, geht es weiter. Und da ist das Genossenschaftsthema gekommen, auch das Thema Finanzierung. Mit ungefähr 15 Unternehmen haben wir uns da besprochen. Und da ist sehr stark wieder rauskommen, es sollte mehr solcher Begegnungsräume geben. Und wir haben jetzt im November zwei Veranstaltungen, eine im Salzburger Land, in Altenmarkt in Bongau am 6. November und die zweite ungefähr 2 Wochen später in Wien. Da sind wir gerade beim Fixieren. Und da geht es genau darum, wie nutzen wir die Chance? Wie kann sich der Unternehmer zeigen? Wie können wir ineinander wirken? Wie können wir wirklich zur wirtschaftlichen Großfamilie werden? Und wie können wir in eine gute Zukunft gehen? Raus aus dieser Erschöpfung, in ein freudvolles Miteinander. Und das geht definitiv. Und wir werden eben mit dieser Makroökonomie der Menschlichkeit auch wirksam im Tagesgeschäft. Das poppt immer mehr auf. Das kann auf Produkten eine Etikette drauf sein. Das sind eben die Logotafeln. Das ist ein Freudeparameter. Das ist also ein Überraschungselement auf den Zimmern für Gästen, wo man dann die Freude selbst einschätzt und sagt mir, wie können wir die Freude gemeinsam fördern? Also die Einladung, es ist verlinkt, registriere dich als Freudebotschafter. Das ist ein ganz ein wichtiger Schritt, das ist kostenlos. Wir versenden auch die Kartal kostenlos dann zum Weitergeben, wenn wer registriert ist. Und das kommt extrem gut an und das tut uns gut. Und so wird die Stimmung im Land mehr und höher werden. Und wir werden ja dann mit diesem freudvollen Zustand ganz andere Handlungen schaffen. Was oft passiert im Globalen, im Großen, können wir beeinflussen. Aber wie wir umgehen, mit welcher innerer Haltung, das liegt in dem Sinn an uns. Und noch einmal die Verbindung zur Wirtschaft, Klaus Banreck, Menschlichkeit rechnet sich, das ist ein riesiger Schatz. Klaus Banreck unterstützt uns am maximal. Der Wunsch ist, dass wir ein paar Steuerberater mal in Österreich haben, die, wo wir diesen Wissenstransfer in dem Sinn schaffen und wo Steuerberater dann für ihre Klienten Instrumente haben, dass die Unterschiede zeigen. Der Unterschied ist definitiv da. Es muss die Gesellschaft einfach sehen, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich nur billig einkaufe irgendwo in der Welt oder ob in unserem Kreislauf, da geht es ja um den gesellschaftlichen Kreislauf, da geht es um eine Kultur, da geht es um ganz, ganz viele Dinge in unserem Land und unserer Zukunft. Und das macht dann den Unterschied und das muss eine bewusste Handlung werden. Und da können wir gemeinsam wirken, dass immer wieder die Ökonomie als gemeinsame Klammer über die Menschlichkeit aufpoppt. In diesem Sinne, herzlich willkommen in der Ökonomie der Menschlichkeit, in welchem Raum oder auf welcher Ebene immer. Jedenfalls, wir gehen in eine freudvolle Zukunft und wir gestalten die Zukunft. Denn nur wir sind die Lösung. Die Lösung ist die Gesellschaft, die Wirtschaft. Die kommt von unten oder eben, wie gesagt habe, gar nicht. Und wir entscheiden uns für das Erstere. Dankeschön.